Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu der bekannten Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er kommt aus der Nähe von Bonn. Richtig, genau. Aus Bornheim. Ja, richtig. Ist in der Eifel. Ja, in der Voreifel. In der Voreifel. Und er ist mit dem Zug angereist. Ja, pünktlich, Gott sei Dank. Die Bahn war pünktlich, ja, er ist pünktlich. Und er freut sich, hat er gesagt, bei mir zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Dominik Binzer, hallo Dominik. Hallo Rainer, schön, dass ich da sein darf heute bei euch. Ja, wir wollten den Leuten, den Zuschauern, dich erstmal ein bisschen vorstellen. Mhm. Alle Leute außerhalb der Eifel sollen dich heute kennenlernen. Rheinland. Rheinland. Du bist am 3. September 1993 geboren. Das heißt, du bist 25. Ne? Richtig, genau. Ein junger Mann. Viertel Jahrhundert. Du bist in Magdeburg geboren. Mhm. Du lebst heute in Bornheim. Richtig, genau. Nicht zu verwechseln mit Frankfurt-Bornheim. Nein. Bornheim. Zwischen Köln und Bonn. Zwischen Köln und Bonn. Wie weit ist es weg von Bonn ungefähr? Also Bornheim ist ungefähr von Bonn mit dem Auto sind es 5 bis 7 Minuten und kilometermäßig sind es 10 Kilometer. Und bis nach Köln sind es 30 Kilometer. Das heißt, du fährst dann mit dem Fahrrad vom Bahnhof zum Haus? Ich nicht. Andere. Ja, der Dominik ist Vorsitzender des Stadtjugendrings in Bornheim. Richtig, genau. Ja. Aber warum er eigentlich da ist, ist eine andere Sache. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und zwar will der Dominik ein Bundesjugendparlament gründen, nach dem Vorbild von Großbritannien. Ähnlich aufgebaut. Wir wollen es noch ein bisschen perfektionieren, beziehungsweise wir wollen die digitale Schiene noch ein bisschen mit ins Boot nehmen, aber das ist richtig, genau. Ja, ich habe gelesen, in Großbritannien sind 398 Mitglieder und die kommen zweimal im Jahr sogar mit dem Unterhaus zusammen. Im Unterhaus und dürfen auch da am Rederecht dort auch. Das ist sehr gut, ne? Und wie wollt ihr das machen rechtlich? Also das Parlament soll natürlich nicht für die Katz arbeiten, sondern es soll ja schon irgendwelche Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen werden dann dem Bundestag weitergegeben oder machen die da eine Sitzung dann zusammen oder wie soll das gehen? Also wir möchten erstmal eine digitale Plattform aufbauen, wo wir eben die Menschen, wo die jungen Menschen sich beteiligen können. Wir möchten die Hürden so niedrig wie möglich halten, dass junge Menschen sich beteiligen können, digital abstimmen können über ein Thema. Wir nehmen immer diesen Kaffeebecher, Pfand auf Kaffeebecher. Das ist mal so ein Beispiel, wenn wir irgendwie das Projekt vorstellen beim Ministerpräsidenten. Da soll es so sein, dass dann eben ein Thema ausgewählt wird und das soll in den Ausschüssen dann eben bis zum Bundesjugendparlament kommen. Das heißt, Vertreterinnen und Vertreter, ähnlich wie der Bundesrat aufgebaut ist. Aber wie so ein Bundesjugendparlament in 10 Jahren aussehen soll, das entscheide nicht mehr ich. Das entscheiden natürlich die jungen Menschen, die wir erreichen möchten, in diesem Bundesjugendparlament. Die sollen nämlich mitgestalten mit ihren Ideen. Ja. Kommen wir gleich ausführlich drauf zurück. Jetzt will ich dich erstmal ein bisschen vorstellen. Du bist 2001 nach Bocholt gezogen. Nach Bocholt, ja. Warst da in der Clemens-August-Schule. Richtig. Bist dann in Bocholt weitergegangen auf die Uli Schwer, das war die Melanchthon-Schule. Ja, richtig. Und bist dann auf die Europaschule. In Bornheim dann. Auch. Nicht in Bocholt, sondern in Bornheim. Genau, 2001 bis 2008 habe ich in Bocholt gelebt und dann bin ich nach Bornheim gezogen. Und 2008, 2011 warst du dann in Bornheim auf der Europaschule. Richtig, genau. Hast dann 2014 den Abschlusslehrgang zum Eisenbahnbetrieb und Technik in Köln gemacht. Eisenbahnbetriebsdienst habe ich gemacht, da bin ich Lokführer, bin ja ausgebildeter Lokführer und genau, das ist richtig recherchiert. Mhm. Du hast dann angefangen am 1. August 2011 bis 30. Juni 2014 bei Chemikon Logistik GmbH. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Also in Leverkusen, genau. Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Richtig. Das war deine Ausbildung. Ne? Und dann 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 hast du dann weiter ausgebildet. Ich habe mich dann weiterentwickelt, sage ich mal, bei der Eisenbahn. Ja. Hast dich weiter ausbilden lassen. Richtig, genau. Bei der Internationalen Gesellschaft für Eisenbahnverkehr. Als Triebfahrzeugführer? Genau. Was ist der Unterschied zwischen Lokführer und Triebfahrzeugführer? Amtsdeutsch Triebfahrzeugführer oder Eisenbahnfahrzeugführer und ist nichts anderes wie ein Lokführer. Lokführer ist eben der Begriff, den die Gesellschaft kennt. Ach so. Aber Triebfahrzeugführer ist eben das, was man im Amtsdeutsch nutzt, weil man ja kaum noch richtige Loks fährt, fast ein 10 Triebwagen. Ja. Natürlich im Güterverkehr fährt man natürlich auch noch mit Lokomotiven. Ich
Lokführer, Triebfahrzeugführer, das war alles richtig und nicht falsch. Ist Triebwagen nicht das, wo der Lokführer dann vorne sitzt, wo keine Lok ist, sondern praktisch mit dem Waggon verbunden ist? Genau, richtig. Das ist ein Triebwagen eigentlich. Und da kam der Begriff Triebfahrzeugführer. Ach so. Es gibt auch Eisenbahnfahrzeugführer, aber bei mir steht im Ausbildungsbrief drin oder im Facharbeiterbrief Lokführer. Also deswegen kann man auch Lokführer das noch sagen. Naja, Lokführer klingt irgendwie schöner, ne? Ja, doch. Man weiß, um was es geht. Wenn ich anderen Menschen sage, ich bin Triebfahrzeugführer, dann kommen immer die Fragezeichen. Was ist denn Triebfahrzeugführer? Ich hatte mal einen Gast, der war Straßenbahnführer. Straßenbahn. Ne? Und dann hat er gesagt, der Straßenbahnführer sagt einfach, ich fahre eine Straßenbahn. Weil das Wort Führer mag ich nicht. Nee, das kann ich verstehen. Ja. Das ist auch kein schönes Wort eigentlich in manchen Zusammenhängen. Aber wie gesagt, Straßenbahnfahrer war immer mein Wunsch gewesen, früher als Kind. Aber ich bin zur Eisenbahn gekommen. Also, wollen wir noch mal zusammenfassen. Zuerst 2001 bis 2005 Schule Bocholt, 2004 bis 2008 Schule Bocholt, 2008 bis 2011 Europaschule in Bornheim, 2014 hast du dann den Abschlusslehrgang gemacht, wo du bei Chemikon Logistik in Leverkusen ausgebildet worden bist. Richtig, genau. Hast dich dann weitergebildet bei der Internationalen Gesellschaft für Eisenbahnverkehr. Das war bis 2015. Mhm. Und dann am 1. August 2015 bis 28. Februar 2017 bei National Express Rail GmbH. Richtig, genau. Ja. Da war ich Disponent und Lokführer, genau. Mhm. Und dann, da hast du gearbeitet, ne? Da habe ich gearbeitet. Ja. Und dann, von 15. Januar 2017 bis heute, arbeitest du immer noch bei der Eisenbahnverkehrsgesellschaft MBH. MIV. MIV. Mannheim. MIV Eisenbahnverkehrsgesellschaft MBH. MBH. Genau. Mit beschränkter Haftung. Mit beschränkter Haftung. Bei MEV arbeitest du heute noch und nicht nur als Lokführer, sondern du bietest auch Lokführer aus. Ausbildungslokführer und Teamleiter jetzt auch. Ja. Ausbildungslokführer, Eisenbahner im Betriebsdienst und Teamleiter, Triebfahrzeugführer, Cargo. Richtig, genau. Wahnsinn. Ja, was mir immer auffällt, ich bin ja früher im Zug immer ich komme aus Hessen, ne? Von Mörfeld nach Frankfurt gefahren, Nachstellungsverkehrszüge. Es waren noch diese Züge, wo sie dann die jungen Leute, wenn alles besetzt war, in den Postwaggon reingesetzt haben. Fand es immer lustig. Und da, komischerweise, wenn du dann ausgestiegen bist in Frankfurt am Bahnhof, haben oft mal die Lokführer von oben runter geguckt und man sich immer orientiert, wer so alles mitfährt. Wer mitfährt, ja. Ja, und da habe ich noch nie einen Lokführer lachen gesehen. Die haben nur so ernst geguckt. Also du bist die Ausnahme. Ich bin die Ausnahme, das ist ein Kompliment, das nehme ich gerne an. Ja. Aber ich kenne viele Kollegen, die lachen auch. Ne? Ja. Das ist ja auch ein schöner Job. Ne? Wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs, auch bei der MEV jetzt. Und wie gesagt, ich kenne wenige Lokführer, die grimmig gucken. Ne? Also das ist ja auch ein Vorurteil. Aber vielleicht ist das auch einfach nur, ne, Polizisten gucken ja auch auf der Straße manchmal. Weil sie nachdenklich und weil sie vielleicht auch sich konzentrieren auf die Tätigkeit. Ja. Mir wird auch immer, wenn ich fahre, sagen mir Leute, denn wenn Auszubildende mitfahren, du guckst ja immer so dann so streng. Ja, ich konzentriere mich dann auf die Strecke, auf die Signale. Das ist dann einfach so, wo man sich vielleicht ein bisschen dann ertappt. Meine Frage an dich als Lokführer und Ausbilder, wenn einer so ein ICE fährt, das ist ja so ein rasendes Tempo, ich bin zweimal ICE gefahren, ne? Kann man da eigentlich noch reagieren als Lokführer? Ja, beim ICE ist es natürlich so, wenn wir jetzt auf die Strecke betrachten von Frankfurt nach Köln, da darf man ja bis zu 300 km/h Spitze fahren, da ist es so, dass der Lokführer nicht so eingreifen kann, dass er auch vom Hindernis zum Stehen kommen kann. Er wird ein bisschen überwacht durch die sogenannte Linienzugbeeinflussung, das ist ein Zugsicherungssystem, die ab 160 km vorgeschrieben ist. Das heißt also, er sieht dann schon im Voraus, wann das Signal auf Halt ist, also 9 Kilometer kann er im Voraus schon sehen, was passiert auf seiner Strecke, also nur signalmäßig, Signale gibt es da nicht. Und genau, das ist eben das, was er dann eben machen kann. Wie gesagt, er kriegt auch vieles nicht mehr mit wahrscheinlich dann, ne? Leider dann so schnell. Er kriegt dann vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel, leider ist es ja so, Personenschaden, wenn Menschen sich leider vor den Zug schmeißen, dann hat er das nur mitbekommen, weil er eben dann den Aufschlag vielleicht gespürt hat. Also wie gesagt, man kann da nicht mehr viel machen, aber ich sage auch ganz ehrlich, hohe Geschwindigkeiten fahren ist nicht so spannend, wie man das sich vorstellt. Das ist aber auch nur keine Routine, möchte ich sagen, aber ich fahre gerne meine Güterzüge durch die Gegend, durch Deutschland, dadurch aus einer Landschaft, Mittelrhein, Rheintal, und man muss da auch ein bisschen den Kopf anstrengen. Dann kriegst du doch mit, wenn das Signal umschaltet. Ja, und sehe vielleicht noch, Gott sei Dank, vielleicht noch den Fahrdienstleiter, der an der Strecke sitzt, hoffentlich. Ich habe einen guten Freund in
Rehwagen, der hat einen Musikverlag. Und der sagt immer, Gott sei Dank fahren jetzt die frühen Züge auf der anderen Rheinseite. Rechtsrheinig dann, ja. Wir haben ja links und rechtsrheinig. Und wenn irgendwelche Baustellen sind, werden die Züge dann nach rechts umgeleitet. Und dann ist es schön ruhig im linken Rheintal. Ja. Aber auch nicht immer. Rüdesheim, da hört man auch die Züge in Bingen. Ne? Er wohnt in Rehmarn, in Oberwinde. Und das ist ja praktisch ein Ort und Stadtteil von Rehmarn. Richtig. Und da ist, du hast eine super Aussicht auf den Rhein. Ne? Also rein in Flammen braucht er nicht aus dem Haus gehen. Ne? Ja, aber der sagt immer, wenn die Güterzüge gefahren sind, das war so laut. Ne? Er wollte erstmal einen Tonstuhl machen und das kannst du vergessen. Ne? Ich meine, gut, er hätte es dann abdämpfen müssen, es wäre gegangen. Aber er sagt, das ist schon nervig, weil die Güterzüge sind damals zu der Zeit alle halbe Stunden gefahren. Oder halbe Stunde, ne? Ja, die Güterzüge fahren ja relativ oft auch nachts, besonders nachts ja auch. Auch nachts, nachts ja. Bloß die Bremsen haben sich verändert. Ne? Wir haben jetzt keine Graugusssohlen mehr. Ach so. Wir haben nämlich Kunststoffbremsen bei den Güterzügen. Also nicht alle Güterzüge sind bis da ausgerüstet, müssen aber laut der EU ist vorgeschrieben, dass sie umgestellt werden. Und da ist es eben ein bisschen leiser beim Bremsen. Ja, er sagt auch, jetzt fahren sie öfters mal auf der anderen Rheinseite. Und auch wenn sie bei ihm fahren, ist es immer so laut, wie es früher war. Das ist genau wie mit dem Flugzeugbau. Ich meine, Triebwerke kannst du auch nicht mehr mit denen vergleichen von vor 10 Jahren. Das stimmt. Ja. Wenn du früher mit einer DC-9 geflogen bist und warst hinten gesessen, hast du dein eigenes Wort nicht verstanden. Ja, das sind, die Technik entwickelt sich, ne, und auch eben, es soll ja alles immer optimiert werden, es soll leise sein, ne, und die Menschen regen sich aber trotzdem natürlich auf. Ziehen zur Eisenbahn und regen sich dann auf, dass es dann doch eine Eisenbahn vor der Haustür lang fährt. Das haben wir natürlich auch leider. Ne? Du bist praktisch mehr im Cargo-Bereich dann eingesetzt, oder? Ich habe meine Erfahrung im Cargo-Bereich, habe gelernt im Cargo-Bereich, bin mal dann kurz im Personenverkehr gewesen und bin jetzt wieder im Cargo-Bereich, genau. Ich habe ja auch mal in der Spedition gearbeitet, am Flughafen, 2 Jahre, und das ist schon ein interessantes Gebiet. Ne? Die Logistik, die dahinter steckt auch. Aber interessanterweise ist das, wir haben ja immer so Abhole geschrieben für die LKWs, so ein Stückgut und so, ne? Ja? Und dann wenn vor Weihnachten war, ne, da war das alles überlastet, dann haben wir praktisch einen Ausweichplan gehabt für die Bahn. Mhm. Ja, und manchmal habe ich so den Eindruck, die Bahn war sehr korrekt, muss ich sagen, aber es hat lang gedauert. Lang, lang, lang habe ich gedacht, wenn die mit allem so lang brauchen, kein Wunder, dass die Bahn. Wir haben einen Grund dafür, der Eisenbahn: Sicherheit, ja. Vor Pünktlichkeit, ja. Vor Wirtschaftlichkeit. Erst muss ein sicherer Bahnbetrieb gewährleistet sein, dann ein pünktlicher Bahnbetrieb und dann ein wirtschaftlicher Bahnbetrieb. Das heißt, wenn dieser Faktor nicht da ist, wird das andere erstmal hinten anstehen. Ja, das ist wichtig. Eisenbahn muss sicher sein. Ja, ja, klar. Ne, es sind leider so viele Unfälle passiert schon in Deutschland. Eschede, ne, und das Brühl. Ne, es gab viele Unfälle, die in der Geschichte eben dazu geführt haben, dass die Eisenbahn eben ja, nicht so das Verkehrsmittel war, wo die Leute dachten, dass sowas passieren kann. Ne? Deswegen ist Sicherheit immer das oberste Gebot. Und das ist auch bei mir in der Ausbildung so beigebracht worden. Dem ist auch nichts zu widersprechen. Nur du weißt, in der Spedition muss alles schnell gehen. Da ist die Wirtschaftlichkeit. Da haben die gesagt, also bei aller Liebe, ne, das dauert uns zu lang. Mhm. Ne? Dann haben wir dann lieber einen Tag später einen LKW gebucht, irgendwie, wo noch frei war, wenn es noch ging, ne? Als dann wieder war. Ne? Die Eisenbahn ist aber jetzt, muss man schon sagen, wenn man überlegt, wie viel LKWs oder wie viel Stückgut man mit einem Zug von A nach B transportieren kann, wie viel Personal man einspart dafür, weil man einen Lokführer hat, der vielleicht zweimal wechselt, gegebenenfalls von München bis nach, weiß ich nicht wohin, ne, nach Hannover. Und da muss man rechnen, ein Güterzug kann über 40 LKWs mitnehmen, vielleicht 35, 40 LKW-Auflieger. Das wären 40 LKW-Fahrer. Die spart man damit ein, natürlich. Also ich bin fest der Meinung, dass die Zukunft der Schiene, auch wenn es derzeit so aussieht, dass das alles stiefmütterlich behandelt wurde durch die Privatisierung und so weiter. Aber ich glaube schon, dass die Eisenbahn Zukunft hat noch. Immerhin seid ihr noch viel schneller wie die Schiffe. Ne? Ja, stimmt. Binnenschifffahrt hat Wasser. Ja. Niedrigwasser hatten wir gehabt im Rhein. Das heißt, das ist auch natürlich auch ein Problem, wo auch dann wieder auf die Eisenbahn ausgewichen wird. Ich finde, es muss alles geben. Es muss Luftfracht, Seefracht, Bahnfracht geben, alles. Ne? Alles muss eine Daseins. Berechtigung haben. Und vor allen Dingen dürfte es nicht so sein, dass die Konkurrenz gegeneinander überwiegt und das Zusammenarbeiten müsste besser sein. Ne? Ich merke schon, in meiner Eisenbahnkarriere, sage ich mal, arbeiten habe ich auch in Terminals zu tun gehabt. Ja. Also München-Riem zum Beispiel ist ein Terminal. Da ist man froh, dass man zusammenarbeitet. Ja. Ne? Weil man, oder Köln-Eiffelturm ist auch ein großes Terminal, wo
die Verladung auch reibungslos funktioniert. Da ist man einfach, da ist diese Kette von Besteller, Verlader, Transporteur bis zum Kunden eine Kette. Alle arbeiten Hand in Hand, das ist schön. Mhm. Deswegen habe ich auch den Beruf der Eisenbahn gewählt, weil man da als Team auftritt. Ja, und ich bin immer so ein Teammensch. Ne? Schaffst du Schicht? Als Teamleiter nicht mehr so viel wie noch vor einem Jahr oder was. Aber wenn ich muss aber meine 100 Stunden noch im Jahr fahren. Das heißt, dort muss ich meine Schicht noch schaffen. Wie ist es mit Nachwuchs? Habt ihr genug Nachwuchs? Leider nicht. Leider nicht. Es fehlen 1000 Lokführer. Also wer Interesse hat, einen sicheren Job zu haben, muss man aber dabei zu sagen, dass natürlich die Eisenbahn ein Job ist, wo man auch mal nachts arbeitet oder am Feiertag oder am Heiligen Abend. Das ist so eine Sache, die ist eben so. Aber wie gesagt, wir brauchen, die Eisenbahn braucht jeden. Ne? Und wir bilden aus bei der MEV auch und in Mannheim, da haben wir auch Simulatoren. Und wie gesagt, das ist, wir brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil eben Züge auch stehen bleiben leider. Mhm. Und das ist natürlich dadurch zurückzuführen, dass Fachkräfte fehlen. Mhm. Wie in der Pflege und auch bei der Eisenbahn. Und das ist eben ein Problem, das ist, ich glaube, das ist ein Problem, was wir noch die nächsten einigen 10, 15 Jahre haben werden, wenn nicht sogar noch länger, Jahrzehnte, mit Lokführern, weil immer mehr auf die Schiene kommen sollen, aber das eben nicht mehr abgebildet werden kann vom Personal her. Weil viele in Rente gehen jetzt auch, ne? Viele Beamte gehen in Rente, die wir noch bei der Eisenbahn haben. Und die Privatisierung hat eben auch etwas ausgelöst, wo man keiner mit gerechnet hat. Früher war immer Lokführer und Pilot, das waren so die Traumberufe der Jugendlichen. Ne? Bei mir war immer, also erst Straßenbahn interessant, weil meine Oma ist mit mir und meine Mutter ist mit mir durch ganz Magdeburg in der Straßenbahn gefahren, daher kam das Interesse. Na, irgendwann kam die Eisenbahn, weil man sich da, weil ich ein Praktikum gemacht habe bei der DB in der Instandhaltung und wollte aber nie die Eisenbahn reparieren. Ich wollte sie dann kaputt fahren und dann in die Werkstatt stellen. Ne? Und da habe ich gesagt, ich möchte Lokführer machen, ich möchte diese Tonnen bewegen und diese Freiheit auch genießen, die man ja auf diesem Zug ja auch hat. Und ja, das hat auch geklappt dann. Und, ich hoffe, dass ich, dass andere junge Menschen eben auch diesen Job mal ergreifen. Das heißt, man kommt zu dir und sagt, Dorik, morgen fährst du Fracht von Bonn nach München. Also. Man kriegt einen Dienstplan natürlich, ne? Und da gibt es dann Disponentenvorplanung und dann gibt es da Schichten eben und dann habe ich einen Dienst, ein Tablet, da schaue ich danach dann eben, welche Dienste dann kommen, reinkommen. Und mit der Vorlaufzeit natürlich, dass ich mich auch einstellen kann auch, ne? Meistens eine Woche im Voraus. Und dann fahre ich die Züge von Bonn, wie du schon sagst, nach Würzburg. Das ist so meine Route, ne? Oberhausen, Würzburg, Würzburg wieder zurück. Oder auch nach Mannheim-Friedrichsfeld, nach Neu-Edingen. Da fahre ich auch Züge hin. Oder jetzt von Venlo fahre ich auch manchmal einen Zug hierher. Dann schlafe ich hier im Hotel, schlafe dort und fahre meistens wieder zurück. Das heißt, bei dir ist doch so, bei den Stewardessen früher machen noch Zeit, ne? Ja, man hat Zeit, aber man schläft meistens ja nur im Hotel nur. Man sieht ja von dieser Stadt meistens ja gar nichts. Aber jetzt als Teamleiter habe ich ja eben auch Mitarbeiter, die ich jetzt anleite, beziehungsweise die ich führen darf. Und da ist es eben so, da fahre ich bei den Lokführern mit, gucke auf ihre Arbeit, was sie machen. Das ist so meine Haupttätigkeit derzeit. Bilde aus, ne? Auch angehende Lokführer, ne? Bilde ich mit aus. Und das ist auch spannend. Ne? Ich bin da ziemlich auch begeistert, weil welche Einblicke man so mit der Eisenbahnwelt auch noch. Ich finde es gut, dass du praktisch beide Seiten kennst. Du kennst die. Wenn so schön sagt, die operative Seite, die richtig. Tätigkeit als Lokführer und du kennst auch die Lange und Nöte derjenigen, die ausgebildet werden wollen. Ja, und auch die Kollegen, weil man muss ja auch auf einer Augenhöhe miteinander sprechen. Ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man da einfach auch das Verständnis dafür hat, was draußen abgeht. Ne? Und, wie ist es bei euch, wenn du bekommst einen Dienstplan? Hast du auch einen Vertreter, wenn du mal krank bist oder so? Als Lokführer hat man natürlich andere Kollegen, die dann einspringen müssen, als Teamleiter. Oder darf man nie krank werden? Oder? Das passiert natürlich leider auch mal, ne? Erkältung oder was, das kann schon mal passieren. Aber wie gesagt, man hat dann eben, da muss man schauen, wo ist Personal, weil man muss ja auch Streckenkunde haben, man braucht auch einen richtigen Mitarbeiter, der die Lok fahren darf, der sich auskennt auch, der keinen Urlaub hat. Als Teamleiter ist es so, da habe ich dann immer einen Vertreter, wir sind 6 Teamleiter im ganzen Bundesgebiet verteilt, ich bin in Essen. Dann muss eben der Nachbarteam da einspringen in Fulda oder in Hamburg, aber das ist eben so eine Tätigkeit, wo man eben sagen muss, dann, das ist ein bisschen anders zu. Es ist ja auch so, wenn du krank wirst, muss ja der andere, der für dich Vertretung macht, auch gesund sein und er muss auch frei sein. Muss frei sein, genau. Gibt es so Springer auch bei euch? Es gibt Bereitschaften,
an bestimmten Hotspots, sage ich mal, aber das macht der Disponent. Der Disponent schaut dann bei sich in seinem Plan, wer könnte jetzt für diesen Mitarbeiter einspringen. Das ist, wie du das ja bei der Logistikbranche auch kennst, ein ganz großer Aufwand auch, zu schauen. Das sind Disponenten, habe ich auch mal gemacht, disponiert. Ist auch ein sehr spannender Beruf und ein sehr spannender Job. Auch nicht immer sehr einfach, weil man da eben viele Sachen hat. Kunde kommt, Mitarbeiter kommt, die Firma kommt. Und da muss man eben dann das Beste draus machen. Ne? Aber Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man krank wird, also wenn wir, ich bin auch schon mal für Kollegen natürlich eingesprungen, ist auch klar. Ne? Ja, klar. Das kann auch mal kurzfristig sein, aber wie gesagt, wenn die Arbeitszeit überschritten ist, darf ich auch nicht mehr fahren dann. Oder wenn ich mich nicht fit fühle, dann ist eben die Eisenbahn, bleibt die Eisenbahn stehen. Aber das ist, das muss man selber jeden Tag aufs Neue für sich selber überprüfen. Bin ich überhaupt in der Lage, 1600 Tonnen zu fahren? Ne? Das heißt, du fährst die Ware dahin. Den Zug, genau, ja. Den Zug, steigst aus, gehst in ein Hotel und es wird dann in der Zwischenzeit ausgeladen, ne? Es wird, also meistens ist es so, wir haben internationale Züge, die wir fahren. Da kommt der Zug aus Holland, fährt dann nach Italien. Und ich bringe den Zug nur einem anderen Kollegen nach Würzburg. Ach so. Er löst mich ab, fährt den Zug weiter nach München. Ach so. Und dann wird er da entladen. Ach so. Aber dann kommt direkt ein neuer Kollege, der den neuen Zug, einen anderen Zug übernimmt, einen Leerzug vielleicht, den nach Würzburg fährt, den löse ich wieder ab und bringe ihn nach Köln. So ein Feuerwehrsystem, ne? Einer gibt den anderen weiter. Ne? Ja, genau. Ich sag mal Feuerwehrsystem, weil die Feuerwehr in der alten Zeit hat es im Wasserwischen so gemacht. Ja, ja. Aber ich finde es interessant. Ne? Ist ein spannender Job und ich hoffe auch, dass dieser Job irgendwann auch wieder für die Menschen interessant wird, für junge Menschen vor allen Dingen, weil man eben einfach sich auch dort verwirklichen kann und weil man eben Freiheiten hat. Wenn man Freiheiten, die man vielleicht in einem anderen Beruf nicht hat. Man sieht auch viel von der Welt und man hat eben auch, ja, man lernt auch was fürs Leben, da ganz ehrlich, Disziplin, also ich habe in meiner Ausbildung gelernt. Auch. Also, liebe Zuschauer, wenn einer Interesse hat, Lokführer zu werden, dann wendet er sich an den Dominik. Genau, und ich vermittle ihn weiter bei uns. Wie ist deine Webseite? Wir haben keine Webseite, aber wenn er oder wenn sie Interesse hat, bei der Eisenbahn zu. Deine private. Das ist meine private. Dominik.pinsdorf@gmx.de, das ist meine E-Mail-Adresse. Ja, genau. Kann man oder bei Facebook dann eben. Ja. Also ran an den Speck, an den Dominik schreiben oder bei der Eisenbahn gesellschaftlich direkt. Genau, bei MEV dann eben, ne, in Mannheim. Kann man sich bewerben. Wir haben eine Lokführerschule, wo man auch ausbilden kann. Mal einen Eignungstest machen wahrscheinlich? Ja, man muss technisch, man muss da auch welche Einstellungstests schreiben und dann muss man gucken, ob man auch in der Lage ist, diesen Beruf auch auszuführen. Man darf keine Rot-Grün-Schwäche haben. Das sind so Kleinigkeiten. Ob man eine Lok vom anderen Osterhase unterscheiden? Ja, nee, es geht nur um Rot und Grün. Ja, aber Spaß beim Sein. Ich finde, Lokführer ist immer noch ein sehr attraktiver Beruf. Da hat sich nichts geändert. Genau. Ich denke schon, dass viele Leute Interesse haben. Vielleicht trauen sich auch manche nicht, denken, vielleicht muss man zu viel Voraussetzungen mitbringen. Ja, ich glaube, manche wissen nicht, was sie tun in diesem Beruf, was sie tun müssen. Auch, ne? In vielen Gesprächen sagen ja viele nur, ich bin ein Hebelbediener. Man muss ja viel mehr machen als das. Ne? Man ist ja nicht kein Knöpfchendrücker, man ist ein Lokführer. Ja. Man muss Bremsproben machen, rangieren. Ja, das sind alles Sachtätigkeiten. Dafür braucht man Ausbildung, Prüfung, Qualifikation. Und die macht man in dieser Ausbildung eben. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch so Quereinsteiger ganz gute Chancen haben. Ne? Genau. Die aus der Bahnfach zum Beispiel kommen oder so. Ne? Wir haben auch Umschüler, die nach 11 Monaten ihre Ausbildung machen bei uns. Das heißt, sie machen das in einer Umschulungsmaßnahme. Und ich habe ja 3 Jahre gelernt. Ich habe ja, ich sag mal, ich bin Fachidiot, weil ich 3 Jahre diesen Beruf gelernt habe. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit als Quereinsteiger, wenn man mit einem technischen Beruf vorher schon etwas gemacht hat, kann man sich auch darauf bewerben und dann kann man eben in 11 Monaten ausgebildet werden zum Triebfahrzeugführer. Ich habe das ein bisschen ausgiebiger jetzt dargestellt, weil ich denke, nicht nur, weil du, ich merke schon, ein sehr, wie soll man sagen, begeisterter Lokführer bist und ein Lokführer, der auch lacht. Ja. Habe ich auch gelernt, dass die Lokführer nur lachen, wenn sie mich nicht lachen, wenn sie mich sehen, aber die anderen. Nein. Nee, aber, Spaß beiseite, aber es mag schon den Eindruck hatte ich gehabt, wir haben alles so eins geguckt, vielleicht hat sich es auch geändert, das ist auch gut. Optimal ändern sich auch die Leute, die Generationen. Wenn es lauter solche gute Ausbilder wie Dominik gibt, dann lachen die anderen. Ja, man muss immer freundlich sein, so Menschen Respekt haben. Respekt, so ist Respekt es. Und jeden so nehmen, wie er ist. Ne? Und deswegen, weil mir das am Herzen liegt, weil ich denke, Lokführer, wie du sagst, ist ein zukunftsträchtiger Beruf
Und es gibt ja immer noch leider viele Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen. Deswegen habe ich ein bisschen länger, ausführlicher das dargelegt. Mhm. Im Sinne für euch, dass ihr Nachwuchs bekommt, mhm, und für euch, dass ihr eine Ausbildungsstelle bekommt, die Hand und Fuß hat. Hand und Fuß hat, genau. Man hat was im Leben und man hat einen sicheren Job, ja, für die Zukunft. Ich mache immer so eine Kurzfragerunde mit meinen Gästen. Ja. Ziehe ich jetzt mal vor, weil wir dann noch ausgiebig über das Bundesjugendparlament sprechen wollen. Ja. Dominik, was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Du bist jetzt 25. Ich bin 25 Jahre alt. Meine Ziele sind, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich, egal woher sie kommen, sich beteiligen können. Ich bin ja in dieser Schiene, dass das Ehrenamt immer mehr weiter gestärkt wird und dass, das ist auch ein Thema, Jugend trifft auf Blaulicht ist so ein Thema, dass unsere Hilfsorganisationen auch keine Nachwuchsprobleme mehr haben, dass man da weiter aktiv junge Leute beteiligt. Das ist mein Hauptziel. Also eine Veränderung in der gesellschaftlichen Struktur und in der Wahrnehmung der Gesellschaft, wie manche Dinge laufen. Viele denken, das ist immer alles selbstverständlich, was wir haben. Sei es jetzt Rettungsdienst, also Jugend trifft auf Blaulicht, dass junge Menschen sich beteiligen in der Kommunalpolitik, das ist nicht selbstverständlich. Da muss man was für tun. Man muss kritisch sein, man muss wach sein, man muss aber auch was tun und nicht nur erzählen. Keine Sonntagsrede, sondern man muss auch mal anpacken. Und das ist mein Ziel. Ich möchte Menschen mitreißen in dem. Jetzt hab ich gelesen, auch Video gesehen. Du bist als Vorsitzender der Stadtjugend dringend immer bekannt dafür, dass du bekannte Politiker einlädst. Und die müssen sich dann in Fragen der Jugendlichen stellen. Richtig, genau. Finde ich eine tolle Sache, ne? Ja, sitzt ein Jugendlicher an einem Tisch, so wie hier, und dann kommt da ein Politiker und dann reden die miteinander ganz ungezwungen. Ja, der Herr Hofreiter war bei dir, ne? Ach, der Hofreiter war da gewesen? Ja, Röttgen, ne? Norbert Röttgen war da gewesen. Und haben sie sich geschlagen, gut? Sie haben sich gut geschlagen. Ich kann es sagen, zu Herrn Krieger. Sie haben sich sehr gut geschlagen, alle. Wir hatten ja vor der Bundestagswahl Alexander Graf Lambsdorff, ja? Norbert Röttgen und Anton Hofreiter, also drei VIPs, kann man ja schon sagen. Erstmal war es für uns schön, dass alle es geschafft haben, an einem Fleck zu kommen. Sebastian Hartmann von der SPD war auch da gewesen, der ist ja Landesvorsitzender in NRW. Und Matthias Birkwald. Und was Jugendlichen möchten, sie möchten einfach ungezwungen die Fragen stellen. Das heißt also in so einem ganz kleinen Kreis, intimen Kreis kann man auch schon sagen, um einfach diese Person kennenzulernen. Und dann die Podiumsdiskussion, das kann ja jeder, sage ich mal. Ich sage mal, Podiumsdiskussion ist schön, kann auch jeder, haben wir auch durchgeführt. Aber man muss erstmal ein bisschen aufwärmen, das alles. Die jungen Menschen müssen das Eis brechen zwischen Politiker und ihnen selbst. Und das haben wir mit diesem Format Jugend trifft auf Politik gemacht. Ne? Unser erster Gast war Klaus Wieselski gewesen, von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Und da bin ich auch ganz froh, dass wir durch Klaus Wieselski auch dem das Sprungbrett bekommen haben, dann eben mit Anton Hofreiter, Graf Lambsdorff, Norbert Röttgen, Sebastian Hartmann. Und letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltung gehabt, da hatten wir den jüngsten Bürgermeister Deutschlands gehabt, Daniel Zimmermann. Da haben wir einfach junge Politiker mit Mandaten eingeladen, dass junge Menschen sehen, es gibt auch Mandatsträger auf Landes-, Bundesebene, die eben auch Politik betreiben. Was mir auffällt, ist immer wieder bei so Diskussionen mit Jugendlichen, die fragen auch nach. Ein Erwachsener, manchmal hat er Hemmschwellen vielleicht, aber Jugendliche, die sind im Positiven, sind gnadenlos. Die fragen, wenn die was. Die sehen das aus einer Perspektive, sag ich mal. Sie sehen das aus einer Perspektive, weil sie vielleicht auch, Gott sei Dank, vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, weil sie vielleicht einfach auch was verändern wollen. Das wird ja üblich mal nachgetragen, sie sind politverdrossen, das sind sie gar nicht. Sie sind politikerverdrossen, leider. Ne? Und das ist, hab ich so wahrgenommen. Doch, und so. Und nicht immer, aber ich finde, wir haben in Bornheim ein Format hinbekommen, wo interessante Menschen kommen, wo wir auch weitere Sachen geplant haben. Wir wollen jetzt zum Beispiel Ende des Jahres Frauen in der Politik mal vornehmen, durchführen. Da sind wir derzeit noch in der Planung und jetzt bald kommt die nächste Veranstaltung, Generationen verbindet, Ausrufezeichen. Da kommt Gregor Gysi nach Bornheim. Und also wir wollen schon, dass dieses kleine Bornheim auch die Möglichkeit bekommt, dass die Schülerinnen und Schüler oder junge Menschen, jetzt geht mit Generationen, das heißt, wir wollen ältere Menschen und jüngere Menschen zusammenbringen. Und mit dieser Figur Gysi dann, mit dieser Person Gysi, die dann eben kommt und dann eben die Schlüsselfigur sein soll zwischen dieser Generation. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Sowas gibt es leider viel zu selten, so Beteiligungsformate. Deswegen wollen wir auch immer, sagen wir auch immer, wir sind stetig dabei, so wie bei hier, bei Rainer Zipfels Talkrunde, auch Leute einzuladen, die eben immer ein bisschen prominenter sind. Ich weiß nicht, was du jetzt für Erfahrungen gemacht hast,
Aber ich denke, diese Politikerverdrossenheit, wie du sagst, die ist eigentlich nicht gerechtfertigt, weil die Leute, die bei mir waren alles nette Leute, Leute wie du und ich, die haben einstimmig gesagt, egal ob Spitzenpolitiker, ich mag das Wort sowieso nicht, aber es ist, man teilt immer so eine Kategorie. Ja, also sagen wir so halt die bekannteren Politiker, bekannten Spitzenpolitiker, haben genauso gesagt wie die Stadträte, wichtig ist, dass man für das Wohl der Bürger da ist. Ne? Und ich meine, gut, man darf das eins nicht vergessen, die dann zu dir kommen, die reden ja praktisch mit den Wählern von morgen. Richtig, genau. Mit den Wählern, auch nicht vergessen. Mit den Wählern für morgen und vielleicht sogar mit den Politikern von morgen. So. Und das ist noch viel wichtiger. Mit der Konkurrenz vielleicht. Vielleicht auch mit der Konkurrenz. Kann alles sein. Ich habe festgestellt, dass Alibi-Veranstaltungen, es gibt ja häufig Alibi-Veranstaltungen, dass die nicht nachhaltig sind. Ja. Wir möchten mit dieser Veranstaltung eine Nachhaltigkeit entwickeln. Ja. Das heißt, dass die Jugendlichen nicht rausgehen und sagen, das war's jetzt, schön, wir haben noch die Schulfrei gehabt, sondern sie sollen was mitnehmen. Ja, das ist immer so das Problem bei so einer Veranstaltung. Ne? Die gehen dann freiwillig dahin, weil sie dann Schulfrei haben. Ja. Nein, sie sollen sich aktiv beteiligen mit ihrer Meinung, die sie haben. Und das Schöne ist, jeder hat ja seine eigene Meinung. Sollte er zumindest haben. Und das haben wir gemacht mit 3 Veranstaltungen jetzt und wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch eine 4. hinbekommen. Weil man darf nicht vergessen, wir planen das alles ehrenamtlich. Ja, und ehrenamtlich heißt auch, wir müssen zu den Vorgesprächen fahren, wir müssen mit den Büros Kontakt aufnehmen. Das ist auch nicht immer so einfach. Und dann möchten wir natürlich eine Zusage haben von den Politikerinnen und Politikern. Und da kommt es auf Netzwerk an und auf Kommunikation und auf, ja, man hat meistens nur eine Chance. Ja. Meine zweite Frage der Kurzfragerunde schließt sich daran an, was wünschst du dir von den Parteien? Sollten sie mehr auf die Bürger zugehen oder was ist dein größter Wunsch? Egal welche Partei, SPD, CDU, FDP, oder gibt es einen Wunsch speziell an eine Partei? Die Parteien sind in meinen Augen zu sehr mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und das stört den Bürger, das stört den Jugendlichen. Mhm. Und deswegen werden junge Menschen politverdrossen. Mhm. Und das ist ein Problem, was ich sehe, wo Parteien einfach sagen müssen, sie müssen mehr für die Sache arbeiten. Mhm. Und wenn sie das täten, dann würde es auch mehr Verständnis dafür geben, was die Politik in Berlin, im Kleinen, im Kommunalen macht. Obwohl im kommunalen Bereich sehe ich schon, dass da mehr die Bürger näher dran sind, als es auf der politischen Ebene, auf Bundesebene. Das ist mal so weit weg. Politik muss nah sein. Ja. Und das ist, aber nicht die Personen nur müssen nah sein, sondern das ganze System muss nah dran sein. Weil im Endeffekt sind wir diejenigen, die diese Volksvertreter wählen. Ja. Aber wie gesagt, die Parteien müssen mehr dafür tun, dass sie nicht mit sich selber beschäftigt sind, sondern mit dem Thema, was die Menschen bewegt. Ja. Gut. Gibt es ein Vorbild für dich? Also, politisch bin ich ja neutral eingestellt. Das heißt, ich habe natürlich eine politische Richtung, die ich bei den Bundestagswahlen vertrete. Aber ich bin in keiner Partei drin. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, ich bin in der FDP oder die Linke oder die CDU super gut. Es gibt überall irgendwelche Dinge, die gut sind, die man vielleicht auch weniger gut findet. Aber als Beispiel, Person rhetorisch, aber auch in der Umgangsform ist schon Gregor Gysi so ein Vorbild, wo ich sagen kann, das ist eine Person, der aus dem Leben auch spricht, mit dem ich mich unterhalten kann, was wir leider nie getan haben. Und als zweite Person ist Alexander Graf Lambsdorff auch eine Persönlichkeit, mit der ich, der für mich ein Vorbild ist, in dem, weil er einfach normal geblieben ist, obwohl er im Europaparlament auch Vizepräsident war. Und das sind so zwei Personen, die mir so als Vorbild dienen. Aber hattest du auch den Eindruck, deine Gäste, die du gehabt hast, das sind doch eigentlich normale Menschen, oder? Weil natürlich sind das alles normale Menschen. Ich meine, was soll es anders sein? Aber das wird doch mal oft, da muss ich wählen, ein bisschen kritisieren, die werden oft nochmal hochgeschossen und wieder runtergedrückt. Also das ist eigentlich eine Sache der Medien als der Person selbst. Man kommt sich so vor, als wären sie unantastbar. Ja, man kommt nicht an diese Persönlichkeiten ran. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Das hast du selber erlebt. Ne? Wolfgang Bosbach war hier gewesen, du hast gesehen, was für ein toller Mensch das sein kann und auch ist. Erwin Teufel war auch toll. Also ich habe zum Erwin Teufel gesagt, wenn einer das Wort Christ nicht verdient hat, dann bist du, so wie gesagt. Das sind sie, so. Mit den SPD-Leuten bin ich immer bei du, weil der Genosse Kurt Beck hat zu mir gesagt, wenn du einen SPD-Mann ziehst, ist eine Beleidigung. Habe ich gesagt, gut, das wäre ich. Ne? Da sage ich alles bei du und Herrn Bosbach und so und Wolfgang, dann bin ich bei sie. Aber
ich habe alle gemerkt, egal welche Partei, jetzt SPD oder CDU, das waren alles Leute, die wissen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Und was sie gemacht haben dafür, dass sie so weit gekommen so sind. So ist es. Ja, und, aber sagt ja auch eins, Rainer, Lokführer, ja, deswegen duzen wir uns auch heute hier, duzen sich auch, deswegen Eisenbahner duzen sich auch, das ist ganz wichtig. Ne? Also das ist die Kommunikation, macht es einfacher, um gewisse Dinge scheinbar auch zu vermitteln, als wenn man sich sieht. Also in manchen Bereichen muss man sich sitzen, da hast du schon recht, aber ich finde, dass du es manchmal schon... Man muss nicht, nur ist halt so, es tut halt der Anstand dann darbieten, dass man halt, wenn man sich vorhin einigt, also bei uns, wir waren sowieso gleich im Bad. Ja, das stimmt, am Telefon ging sofort. So gleich du gesagt, ne? Ja. Aber dann sagt man halt sie. Genau. Gibt es sowieso in Englisch nicht. You is you, ne? You is you. Ja. In Irland tut sich auch alle. Ja. Was ist dein Sehnsuchtsort? Gibt es einen, wo du vielleicht schon mal warst, nochmal hin willst? Oder? Natürlich ist immer die Heimatstadt ein Sehnsuchtsort, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist. Ne? Das ist Magdeburg. Aber ich muss schon sagen, jetzt werden alle Bornheimer sich hoffentlich auch freuen, dass ich das sage. Bornheim ist meine Wahlheimat. Ich fühle mich wohl im Rheinland, zwischen Köln und Bonn gelegen. Gute Anbindung. Aber Magdeburg ist schon so ein Ort, weil da eigentlich die Erinnerung, Kindheitserinnerung, da ist das, hat das angefangen mit der Eisenbahn, ne, mit der Straßenbahn, dieses Interesse für Schienenfahrzeuge. Und das sind so Orte, wo Magdeburg ist ein Ort, wo ich gerne bin, wo ich auch mal runterkomme. So eine Ruheoase auch für mich. Wenn ich nachrechne, bis 93 geboren, 2001 bis nach Bocholt geboren. Bocholt, genau. Da warst du 8 Jahre. Da war ich 8 Jahre alt. Bin 7 Jahre habe ich da gewohnt dann in Bocholt. Wir sind schon früher gependelt, immer zwischen Bocholt nach Bornheim. Meine Eltern, meine Mutter hatte damals, oder hat jetzt mein Stiefvater jetzt, ne, der jetzt mit dem verheiratet sind, sind wir gependelt und da habe ich Bornheim schon kennengelernt. Dieses Wochenende von 2005 bis 2008, also 3 Jahre lang sind wir gependelt. Und Bocholt war auch ein prägendes Ereignis oder in meinem Lebenslauf, weil Bocholt hat mich. Da gab es einen Lehrer, der hieß Peter Dohle, der mich meine Stärken erkannt hat damals und der auch gesehen hat, ich bin nicht nur politisch interessiert, sondern ich gucke über den Tellerrand hinaus. Und das ist immer wichtig in allen, egal im Beruf, ob es privat ist oder im Ehrenamt, Tellerrand hinausschauen. Das ist so meine Devise, mein Motto auch. Du hast mir die nächste Frage schon vorweggenommen, Dominik. Entschuldigung. Ich finde es immer super, wenn der Gast das schon sagt, was der Moderator fragen will, dann denkt er mit. Ich habe auch nicht die hellseherischen Fähigkeiten. Da kommt der Teamleiter. Der Teamleiter. Eine Ausbildung ins Gespräch. Ja. Was sind deine Stärken, Dominik? Meine Stärken sind zu... Über den Tellerrand rausschauen. Tellerrand hinausschauen ist eine Stärke. Stärken sind immer schwierig zu formulieren, glaube ich, mit Schwächen, die gleich kommen werden. Aber Stärken, man muss immer aufpassen, was man natürlich so auch wiedergibt, dass es nicht arrogant klingt. Ich glaube, ich kann schon Menschen führen in dem, was sie tun. Und eine andere dritte Stärke ist noch, dass ich nicht nur, also ich habe immer ein Gesamtbild vor Augen, wenn ich ein Projekt plane. Ne? Also bevor ich da irgendwas wirklich dann zum Ende auch wirklich dann umsetze, muss es perfektionistisch sein. Das heißt, ich bin auch ein guter Planer, glaube ich. Das ist auch eine gute Stärke. Man merkt, der Mann hat bei Logistik gelernt. Ja, das kommt manchmal zugute vielleicht auch dann, im Privaten. Denn ohne Planung läuft keine Logistik. Das stimmt. Gibt es auch Schwächen? Ja, natürlich habe ich Schwächen. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen ungeduldig. Das ist eine Schwäche, die manchmal auch dann vielleicht mir auch das dann ein oder andere vielleicht nicht so ermöglichen kann, vielleicht, weil ich ungeduldig bin. Aber ich habe ein gutes Team um mich, die dann mich runternehmen wieder und sagen, Dominik, jetzt fahr mal wieder einen Gang runter. Dann habe ich, das Schwächen ist immer, wie gesagt, immer ganz blöd, ne, wenn man das so drüber nachdenkt, dann habe ich, man möchte mal, glaube ich, viel auf einmal erreichen, das ist auch eine Schwäche, ne, weil man dann eben so motiviert ist, etwas zu tun. Ne. Das war es aber, hoffentlich auch schon. Gibt es ein Lebensmotto? Sei so wie du bist und riskiere nicht deine Seele. Aha, das ist gut, ja. Gibt es einen Menschen, den du am meisten vermisst? Jetzt wird es emotional hier schon. Das ist, ja, also Menschen vermissen. Man vermisst meine Oma zum Beispiel, wohnt in Magdeburg. Ne? Und die zieht jetzt nach hoffentlich bald nach Bornheim. Wir haben jetzt gestern unsere Wohnung angeschaut in Bornheim. Die ist 82 Jahre alt. Oh. Das ist schon, weil die ganze Familie wohnt jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Die Oma ist so die einzige, die noch fehlt, sage ich mal. Die vermisse ich schon manchmal, weil der ist auch dann immer schuld, damals als Kind schon durch Magdeburg gefahren zu sein.
Das ist so ein Moment, den ich manchmal vermisse. Aha. Und natürlich auch Menschen, die mir an Herzen wieder verstorben sind. Ne? Also mein Opa, ne, 2004, beide Opas sind 2004 verstorben. Das sind so Menschen, die man eben auch mal vermisst dann, ne? Das ist klar. Und natürlich meinen alten Lehrer, Herr Dohle, das darf ich ruhig sagen. Aber der lebt noch. Der lebt noch. Leider haben wir es nicht geschafft, bis dato uns wiederzusehen. Der wohnt in Rehde bei Bocholt. Der hat mal beim WDR, der WDR hat mich mal ganz toll überrascht mit einer Botschaft von ihm. Aha. Da habe ich ihn wiedergesehen das erste Mal seit Jahren. Aha. Und da habe ich leider immer noch, oder wir haben leider noch nicht zueinander gefunden. Das ist so ein Wunsch auch, ein Vorsatz. Ich habe eigentlich keine Vorsätze für das neue Jahr, aber ein Vorsatz für 2019, meinen alten Lehrer, Peter Dohle, mal wieder zu treffen und mich auszutauschen. Vielleicht hat er Facebook? Ich glaube nicht, aber ich habe noch nicht gefunden bei Facebook. Ja? Aber ich habe eine E-Mail-Adresse, dann schicke ich ihm das Video. Dann kann er sich das anschauen. Wie wichtig ist dir deine Familie? Meine Familie ist mir sehr wichtig, weil ohne Familie hat man keinen Halt. Ohne Halt hat man keinen Erfolg und ohne Erfolg hätten wir kein Ehrenamt vielleicht auch. Mhm. Ne? Also das sind ganz viele Ketten, die zusammen spielen und das sind hart. Natürlich gibt es auch Momente, wo man natürlich auch mal seinen Abstand braucht von der Familie, vielleicht auch mal, das hat man immer mal. Mhm. Aber die Familie ist schon sehr, sehr wertvoll. Ich bin Onkel geworden jetzt letztes Jahr und das sind so tolle Momente im Leben auch, die man so hat. Also, welche Person hättest du gerne mal getroffen oder würdest du gerne mal treffen? Gregor Gysi. Also leider immer nur per E-Mail oder per Post. Gregor Gysi wäre eine Person, die ich gerne mal treffen möchte. Er kommt ja jetzt bald zu uns nach Bornheim am 15. März. Das ist so ein Traum, einfach mal mit ihm auszutauschen. Mich. Mhm. Ja. Wenn du im nächsten Leben als Tier geboren werden würdest, was für ein Tier wärst du gerne? Ein Faultier, dann kann ich den ganzen Tag schlafen. Nein, also ein Tier, was, ich glaube, ein Tier, was entschleunigt. Was gibt es denn für Tiere, die entschleunigt? Ein Faultier entschleunigt ja schon, ne? Laufen ganz langsam. Ne? Das wäre schon schön, weil ich merke immer in der Gesellschaft, wie schnell alles geht. Wir müssen immer erreichbar sein. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ein Faultier, doch. Faultier, das ist gut. Das heißt nicht, dass ich faul bin, aber, nee. Aber entschleunigt ein bisschen. Ja, da haben wir das auch schon positiv erledigt. Das ist gut. Weil die Kurzfragenrunde ist immer gut. Da lernen die Leute auch den Gast ein bisschen kennen, von seiner menschlichen Art und Weise. Gibt es Hobbys, wo du hast, Dominik? Mein Hobby ist der Schablonenring. Ja. Das ist mein großes Hobby. Und Jugend ist halt mein Hobby. Ich hatte früher mal fotografiert. Das war ich nicht mehr, leider. Ich habe auch mal Eisenbahn fotografiert. Aber gar keine Zeit mehr dafür. Was ich mache, ist immer, ich reise gerne. Auch das ist weniger geworden in den letzten Jahren, weil ich mich intensiv mit den Projekten auseinandersetze, weil immer der Urlaub auch drauf geht für die ehrenamtlichen Projekte, für Großprojekte. Und ich lese gerne. Und da hast du ja im Namen von deinen Kollegen einen Preis bekommen. Einen SPD-Ehrenamtspreis. Von der SPD, ja, für Jugend trifft auf Blaulicht. Richtig? Genau. Um was ging es denn da? Jugend trifft auf Blaulicht ist eine Aktionsgemeinschaft der Bornheimer Hilfsorganisationen. Mhm. Malteser Bornheim, DAK Bornheim, THW Bornheim und Freiwillige Feuerwehr. Ja. Und da habe ich als Stadt Jugendring, weil das ist der Mitglied bei uns, eine Dachorganisation, überlegt, wie können wir diesen Nachwuchssorgen entgegentreten. Ja. Und ich habe gesagt, wir müssen transparent auftreten. Und alle Organisationen haben das auch gemacht, haben sofort gesagt, wir machen das. Weil alle Organisationen für sich selber Nachwuchs gesucht haben, aber irgendwie war da auch nicht so richtig da die Nachhaltigkeit gegeben. Und da haben wir eben ein Projekt eben draus gemacht, jetzt ein Aktionsbündnis, haben ein Konzept entwickelt. Wir besuchen die Schulen, wir haben Medienarbeit betrieben, das ist immer ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit, und haben dann eben dieses Projekt eingereicht dann bei der SPD Rhein-Sieg. Und dann haben wir eben einen Preis bekommen mit 250 Euro und eine Skulptur, wurde übergeben von Stefan Zierke, das ist der parlamentarische Staatssekretär für Jugend, und Sebastian Hartmann von der SPD Rhein-Sieg, der ja auch Bundestagsabgeordneter ist und Landesvorsitzender der SPD ist. Zum Lars Klingbeil hast du auch gut gemacht. Lars Klingbeil habe ich kennengelernt beim Bundespräsidenten im September letzten Jahres. Da habe ich mit Lars Klingbeil ganz lange mich unterhalten im Schlosspark Bellevue. Also ich habe über den Mann noch nichts Schlechtes gehört. Alles sagt, das wäre normalerweise der richtige Parteivorsitzende. Lars Klingbeil war sehr sympathisch, ein sehr großer Mann. Ja. Sehr großer Mann. Und wir haben uns sehr
authentisch auch unterhalten. Ja. Ich wollte ihn für Bornheim gewinnen. Aha. Und wir sind da nicht im Gespräch mehr geblieben, aber wir haben ein ganz ausführliches Gespräch im Schloss Bellevue geführt, als der Bundespräsident mich eingeladen hatte, dorthin. Und ja, ist ein sehr sympathischer, er hat auch Charakter. Aha. Und ich denke mal, das könnte die Zukunft sein. Gemeinsam mit Kevin Kühnert zum Beispiel vielleicht. Man weiß es ja nicht genau. Ne? Das klingt bei Parteivorsitzender Kevin dann Generalsekretär. So. Das wäre doch mal eine tolle Kombination. Das ist doch mal eine Idee, Rainer, oder? Das muss man mal, mal so vermitteln. Also Kevin hat zu mir gesagt, nee, Parteivorsitzender, das ist noch, kommt noch zu früh für mich. Ja, ist auch sehr jung noch, Kevin. Aber ich denke schon, so Generalsekretär kann man sich schon aufbauen. Wir sehen bei der CDU ja in der Zeit, haben wir Paul Ziemniak, auch ein sehr junger Mensch als Generalsekretär. Warum geht es bei der SPD nicht so? Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so, Erneuerung soll ja auch so stattfinden. Naja. Jetzt wollen wir die letzte Zeit mit unserem sehr netten, informativen Gespräch nur nutzen, das Bundesjugendparlament mal ein bisschen vorzustellen. Wie ist denn das? Das muss ja auch juristisch alles abgesichert sein. Wie lange denkst du, dass das dauert, bis alles trocken Tücher ist? Optimistisch sind wir. Wir haben letztes Jahr von 10 Jahren gesprochen, jetzt wären wir bei 9 Jahren. Ich rede mal von 10 Jahren weiterhin. Ja. Es sind viele Fragen, die gestellt werden müssen. Wie soll überhaupt dieser Grundgedanke aufgebaut sein? Wie soll die Plattform aussehen? Ja. Wie wollen wir die Bundesländer mit reinnehmen? Wie wollen wir vorhandene Jugendparlamente mit einbeziehen? Ja. Wie wollen wir junge Menschen nach Berlin bekommen? Das sind auch logistische Fragen wieder. Wie wollen wir erstmal auch die Gesellschaft dafür sensibilisieren, zu sagen, Jugendliche wollen sich überparteilich engagieren für die Sache, für etwas? Das sind so Dinge, die müssen wir noch intensiv. Wir haben ja auch einen Verein gegründet jetzt. Ne? Ich bin ja dort jetzt der Pressesprecher dieses Vereins. Mhm. Das war eine ganz interessante Geschichte. Also wir haben diese Idee hatte ich 2012, 13 hatte ich diese Idee gehabt, hatte die ersten Politiker angeschrieben gehabt und ein kleines Team hat sich aufgebaut. Und irgendwann kam Erik Siekert, der jetzt Vorsitzender dieses Vereins auch ist von BUJUPA e.V. und sprach mich an, weil er mich gesehen hat im Fernsehen oder im Radio, in der Zeitung und hat darüber gelesen, dass ich auch diese gleiche Idee habe wie er. Bloß das Tolle war, er möchte digital und ich möchte physisch. Das möchten wir zusammenbringen. Das ist das Gute, dass wir zwei die gleiche Idee hatten und das war sehr. Und er wohnt in Bonn, das war noch viel cooler gewesen. Ich wohne in Bonn, er wohnt in Bonn. Und er ist Jurist. Und er ist Jurist. Das heißt, wir haben direkt wieder diese Frage, die wir auch mit einbauen können. Und da sind wir auch im guten Austausch. Ich bin eher dieser Bereich Kontakt herstellen mit Politikern. Ich war jetzt bei Ministerpräsident Ramelow in Thüringen gewesen, habe ihm das vorgestellt, das Projekt. Ich habe Herrn Kretschmer, also von Sachsen, getroffen im Schlosspark Bellevue. Da wird es jetzt auch Gespräche geben. Und wir waren jetzt auch schon mal im Ministerium gewesen in NRW bei Herrn Stamp und haben dort auch schon mal die ersten. Das Schöne ist, ich habe alle Ministerpräsidenten angeschrieben und als die Koalitionsverhandlungen waren, habe ich das Gefühl gehabt, die saßen alle nebeneinander. Laschet hat geschrieben, Profi aus Hessen hat geschrieben, gleiches Datum. Und wenn man weiß, wann das Datum war, wusste man, die saßen zusammen und haben wahrscheinlich auch darüber beraten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Aber da ist es gut, wenn sie voneinander abgeschrieben haben. Ne? Ja. Nee, der Inhalt war unterschiedlich gewesen. Aber man merkt eben, dass die ernst genommen werden. Das ist wichtig immer in so einem Thema auch. Ne? Dass man, natürlich sagen auch viele Menschen, naja, was haben die da von Idee? Bundesjugendparlament klingt doch so. Zu mächtig auch. Ich sage mir, man kann was verändern damit, glaube ich. Man kann wieder diese Politverdrossenheit wieder entgegenwirken mit so etwas, wenn wir junge Menschen beteiligen. Es gibt ja in vielen Organisationen Beteiligungsformen, Ausschüsse, Jugendausschüsse. Sogar bei den Hilfsorganisationen gibt es sowas. Und warum sollte sowas nicht auch bei Jugendparlamenten geben? Also eine Institution über den kommunalen und Landesebene. Weil wir haben Nordrhein-Westfalen, ein KiU-Rat, die auch Anhörrecht haben, im Landtag auch. Aber das, was du schon vorhin angesprochen hast, am Eingang des Gespräches zum Thema UK, soweit wäre es schon schön, wenn wir im Bundestag auch in Ausschüssen Fragen stellen dürfen. Ne? Aber Politiker müssen es auch wollen, dass junge Menschen überparteilich da mitentscheiden dürfen. Mitentscheiden dürfen, das heißt, die müssen zu Wort kommen. Nur im Dialog kann man etwas verändern. Naja. Gespräche. Und das ist auch ein Grundsatz von mir, meinerseits. Egal, welche Meinung du hast, welche Meinung der andere hat, man muss sprechen miteinander, man muss sich austauschen, sonst können wir nichts erreichen. Und die Demokratie lebt vom Mitgestalten. Und deswegen finde ich, ist das Bundesjugendparlament, sollte man so früh wie möglich damit anfangen. Und da haben wir uns auch über ein Alter Gedanken gemacht, welches Alter wir nehmen. Also ich bin ja aus einem Jugendparlament entstanden, wo man mit 14 reingehen konnte.
Jetzt haben wir das sogar runtergestuft auf ein Kinder-Jugendparlament in Bornheim. Das heißt, man kann schon mit 12 Jahren dort reingehen. Bei so einem, großen Bundesjugendparlament und schauen, wie ist juristisch auch die Frage, wie ist die Definition zwischen Erwachsensein, also ab dem 18. Lebensjahr, und was ist mit Menschen, die nicht in diesen Spektrum reinfallen. Das heißt, wenn sie mit 17 gewählt werden, sind sie ja automatisch in 3-4 Jahren in der Legislatur trotzdem schon über 18. Das sind alles Fragen strukturell, die wir klären müssen, die wir auch klären mit den Ministerien, die wir auch intern klären. Und ich glaube, dass wir in 10 Jahren auf jeden Fall wissen, wie so etwas aussehen soll und auch starten können mit so etwas. Spätestens wenn du Kinder hast. Hoffentlich können meine Kinder schon so eine Möglichkeit haben, so ein Instrument mit zu gestalten. Wie ist denn das? Die müssen ja auch dann in dieses Parlament gewählt werden. Wollt ihr dann die Wählerschaft auch begrenzen oder können da auch Leute mit 80 dann Kinder wählen? Nein, also junge, also es ist schon so, dass die Zielgruppe gewählt werden soll. Das heißt also auch die Zielgruppe, die eben das Parlament vertritt, weil es ist ein Jugendparlament. Das heißt, die Wähler, die wählen, sind auch auf dieses Alter begrenzt. Genau, eine Interessensvertretung der Jugend auf Bundesebene muss eben auch gewählt werden durch die Jugendlichen vor Ort. Das heißt bloß, wie kann man die Jugendlichen vor Ort interessieren dafür, dass sie überhaupt wählen gehen, weil wir sehen ja schon bei den normalen Bundestagswahlen, ist es schwierig, die Wählerschaft an die Wahlordnung zu bekommen. Das heißt, deswegen kommt der digitale Gedanke wieder mit rein, dass wir sagen, wie kann man das so verknüpfen, dass es sicher ist, nicht angreifbar ist und dass es trotzdem demokratisch auch weiter ist. Das sind so Themen, wir haben schon mal überlegt gehabt, so den Bundesrat aufzuteilen, dass man das bundesländermäßig aufbaut. Man hat Sachsen, Thüringen und so weiter und da sind eben gewählte Vertreter, die kommen dann zusammen, wie in den Bundestag dann eben, die treffen sich 2-3 Mal im Jahr in Berlin, um das politische Berlin kennenzulernen und dann aber unterausschussmäßig dann eben in ihrem Bundesland, und die Abstimmverhältnisse funktionieren nur über eine digitale Ebene, egal wie sie aussehen soll, da gibt es viele Möglichkeiten. Da ist auch der Erik Sieger ein sehr guter Ansprechpartner, weil er eben das auch mit eingebracht hat, mit seinem Team, was er mitgebracht hat in diesem Verein. Ich bin eher derjenige für dieses Physische, aber wir ergänzen uns da ganz, ganz gut auch. Aber was ich ein bisschen paradox finde, ist, ich hoffe, dass es durchgeht, dass es bald entsteht, dieses Bundesjugendparlament, aber da müsste man auch das Wahlalter runtersetzen, ne? Müsste man nicht. Man hatte ja das Wahlalter, müsste man nicht runtersetzen auf Bundesebene, weil man könnte es auf 18 lassen. Ich wäre natürlich froh, wenn man auf 16 oder sogar auf 14 gehen würde bei den Bundestagswahlen, weil ich schon denke, dass Beteiligungsformen von Menschen, dass eine Demokratie davon lebt, von der Zukunft. Und das kann man nicht früher starten. 14 Jahre ist schon gewagt, sage ich mir mal ganz vorsichtig jetzt. Es gibt ja Kommunalwahlen 16 Jahre. Ich finde, man sollte keinen Unterschied machen zwischen Kommunalwahlen und aber auch Bundestagswahlen. Aber ich glaube, man müsste deswegen nicht das runtersetzen. Deswegen wollen wir ja auch diese Plattform haben, dass junge Menschen gestalten aktiv in diese Bundesregierung. Dominik, unsere Sendezeit ist schon zu Ende. Schade. Ich wünsche dir, dass das Vorhaben von dir bald in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Ja, ich informiere dich weiter. Und dann wünsche ich mir von den Politikern, dass sie euch tatkräftig unterstützen. Ja, und jeder, der mitkommen möchte bei uns in unserem Team, bundesjugendparlament.de, kann sich gerne bei uns melden, Facebook, bujupa.de oder bei uns dann eben auch bei uns auf unserer Homepage, die wir haben, oder bei mir direkt melden. Wir können jeden gebrauchen, einfach mitbestimmen, mitgestalten und Ideen einbringen. Das ist ganz wichtig. Wenn ein Jurist und ein Logistikexperte, das wäre natürlich, also Juristen kann man immer gebrauchen, der Lokführer ist, Leute ausbildet, das macht, das sehe ich da kein Problem. Ich glaube, dass man mit unseren Stärken, die wir haben, da schon was schaffen können, aber wir brauchen mehr. Und die Politiker, die dann dabei sind, das unterstützen, auch da kräftig mit dabei sind, weil denkt immer dran, das sind die Wähler von morgen. Die Wähler von morgen und wir sind die Zukunft. Und die Jugendlichen sind nicht politikverdrossen. Glaubt nicht mal, dass sie politikerverdrossen sind, sondern sie sind einfach nicht mit eingebunden und das ändert sich dann mit diesem Parlament. Genau. Richtig, das hoffe ich. Dominik, Rainer, vielen Dank. Ich bedanke mich für deinen Besuch. Bleib so, wie du bist. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute, dass es möglichst bald in Erfüllung geht. Vielen Dank. Dankeschön. Am 12. Januar kommt der große Eppler zu mir. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und das war Rainer Zipfels Talkrunde mit dem Stadtjugendvorsitzenden Dominik Binsdorf, der bald das Bundesjugendparlament in
Deutschland gründen wird. Mit seinem Team. Mit seinem Kompagnon Eriksen. Richtig, genau. Alles klar. Ich gebe dir nochmal die Hand. Nein, danke schön. Ihr winkt nochmal. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.